Bildschnitte! Ahoi! Na? Ich hau gleich noch ein neues Spiel raus. Was können wir denn machen? Wir hatten Strategie, Casual, Abenteuer. Können wir wieder ein Action-Game machen, oder? Action. Thema. Was haben wir denn als Thema? Okay, warte mal. Ist eigentlich alles in der Kanalbeschreibung. Das alles. So. Ja, alles gut, alles gut. Ich bin selber gerade nicht dort. So. Sorry, war gerade ein bisschen abgelenkt, aber das ist wichtig. Mach es einfach wie Activision. Bankrott gehen? Achso, sag mal, tob dich aus, Mitschnitte. So, warte mal, ich wollte erst das Thema, ich wollte ein Action-Game machen, ne? Thema. Ja, wir machen Zombies. Ja, Zombie und Action. Wir machen mal ein ordentliches Action-Spiel. So, das Ganze... Der Marktanteil lässt ein bisschen zurück hier, ne? Ich will ja richtig guten Titel machen. Ja, immer auf der Oasis hier. Das kostet 100.000 Lizenz, aber ist egal. Das haben wir. Und das Ganze nennen wir natürlich Resident. Heute heißt alles Resident und wir nennen es Resident Evil 1. So. More to come. Da weiß der Verbraucher schon gleich, da wirst du abgezockt, da kommt noch Nachfolger auf die Dinger rein. Zombies Action. Warte mal, wir sind ja bei Action, bin ich doch gut gesegnet. Da brauche ich auf jeden Fall Engine, jede Menge. Fertiggestellte Jagd. So, Engine. Gameplay war okay. Story braucht kein Mensch, ne? Machen wir das mal so. Jedes Jahr ein neues Spiel und wenn du keine neuen Ideen hast, machst du ein Remaster weiter. Ja, so ungefähr. Ja, ja, ja. Und dann nenne ich mich irgendwann Electronic Arts. Das kann ich ja auch machen. So. Oh, ich hätte den Titel eigentlich Resident Evil. In was für einem Jahr bin ich eigentlich? Hier ist immer nur das Fortschrittsjahr. Das ist schade. Aber wir befinden uns so vielleicht so jetzt so in den 90ern, ne? Die macht jetzt gleich mit. Hallo Helrik. Hey. Verträge mit Publishern. Ein Publisher. Ich verfolge die Entwicklung von Hellgames Inc. seit einer Weile und es scheint, dass sie nach ihrer kürzlichen Expansion, ja, wir haben ein paar Schreibtische gekauft, größere Spiele zu entwickeln und umfangreiche Spiele verdienen, es von einem großen Publikum wahrgenommen zu werden. Das ist der Punkt, an dem Publisher von Vorteil sind. Ja. Ein Publisher wird ihre Spiele weltweit vermarkten und verkaufen. Hui. Er wird ihnen auch bei der Finanzierung behilflich sein. Hui. Im Gegenzug wird er den Großteil der Gewinne selbst einstreichen. Aber da die Verkäufe sehr viel höher ausfallen, lohnt es sich meist trotzdem. Activision confirmed. Ja. Aber auch da wieder hält sich mein Mitleid auch immer in Grenzen, ne? Call of Duty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Bis man dann irgendwann mal dahinter gekommen ist, ach komm, lass uns mal bei 4 aufhören und dann gehen wir mit der Nummerierung mal ein bisschen querbeet. Und oder auch bei Battlefield, dann machen wir mal Special Ops und Return to sonst was. Die Leute vergessen das und dann Special Duty und dann fangen wir wieder mit 1 an und dann, ja. Die Leute kaufen es ja alle. Weil meine Spiele kaufen, sind viel hübscher. Ist auch mit Liebe. So. FIFA. Jedes Jahr ein neues Ding. Verträge. Ich kann sie mit ein paar Publishern bekannt machen, damit sie sich mit verfügbaren Aufgaben ansehen können. Jasmin Rogue. Hoffentlich kann ich dir vertrauen. Die Community wird es schon kaufen. Genau.
Verträge mit Publishern finden. Wurde freigeschaltet im Aktionsmenü. Aktionsmenü. Warte mal, muss ich dann hier feuern? Okay. Jetzt arbeiten wir alle an diesem. Okay, wir haben Action Game. So. Künstliche Intelligenz ist sehr wichtig. Ist das? Korrespondiert das mit dem, was ich aufgeschrieben habe? Ja. Schön, dass das hier auch steht. Ich brauche es mir dann wahrscheinlich gar nicht aufschreiben. Aber ich mache es trotzdem. Oder man packt einfach überall Tom Clancy in den Namen. Ist auch gut, ne? Tom Clancy, Rainbow Six. Vor allen Dingen. Naja, gut. Er ist oder war mal in den USA natürlich schon eine Riesennummer, muss man mal dazu sagen. Aber bei aller Liebe, es ist so. Action-Spiele sind alles Grafik-Huren. Die Spielewelt soll vorhanden sein und Sound, ja, auf Peng. Machen wir mal sehr einseitig. Machen wir mal so. Weil je weiter ich. Der Grund ist nicht, dass ich Spielewelt-Design uninteressant finde, aber wenn ich alles nach oben setze, ist es ja gleich verteilt. Und ich will ja, ein bisschen was ist ja immer vorhanden. Und ich will, wenn ich das runterregel, habe ich dann die Möglichkeit, dass ich den Grafikanteil nach oben gehe. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der Veranstaltung. So. Boah, ich muss mir nochmal überlegen, wann es sich lohnt, die eigene Engine zu basteln. Sid Meier's ist auch eine sehr gute, genau. Back to the Woods. Sid Meier's, Civilization, Sid Meier, Colonization, Sid Meier, Railroad Tycoon. Und das war's. Selbst Colonization war eigentlich Civilization was anderes. Da hättest du auch. No, okay, Pirates. Entschuldigung, Sid. Pirates noch. Entschuldigung. So. Ja. Dann konntest du da drauf bappen, was du wolltest. Sid Meier. Spielewelt 0, gerade Schlauchlevel. Ja, aber ich will halt Grafik. Ich stehe auf Grafik. Ja, Schlauchlevel. Hallo, wir befinden uns. Die Leute sollen froh sein, wenn sie überhaupt was Gutes, was spielen dürfen hier. Resident World War wurde vom Markt genommen. Okay. 100.000 Umsatz. 1,8 Millionen. Wenn die Bugs rausgenommen. Noch ein Mitarbeiter kann ich mir, glaube ich, gar nicht leisten. Momentan, ne? Ich bin mir noch nicht sicher, wo hier so der. Oh, du hast einen Bug gefunden. Gleich wieder rausgenommen. Gibt ja manchmal Spiele, dort lohnt es sich in Personal zu investieren, um überproportional dann auch die Geschwindigkeit zu steigern. Da bin ich mir hier nicht sicher, wie das hier so funktioniert. Oh, Level Up. Spiel veröffentlicht. Achievement, vielseitig. Veröffentliche ein erfolgreiches Spiel in jedem der 5 irgendwas statt da. Die erste Bewertung für Resident Evil 1. Na ach, ich habe es tagelang gespielt. Wieso nicht monatelang? Das will ich hören. Wunderschön, nur. Nette Erfahrung. Zombie und Action ist eine sehr gute Kombination. Das denke ich mir auch. Vielleicht liegt es an der Konsole. So, jetzt auch mit Kurven. Was? Alternativwege im Schlauchlevel bekommt man mit dem Season Pass. Genau, das ist da. Früher nannte man es Add-on. Dann heißt es, genau, richtig. Ganz früher hieß es Add-on. Da haben sich die Leute wirklich hingesetzt und was produziert. Und dann nur einmal nachgelegt und nochmal für 20, 25 Euro ein Add-on rausgebracht. Was so ungefähr den Umfang so 25-30% des Originalspiels hatte. Dann hatte man irgendwann angefangen mit DLCs. Da
hat man dann gesagt, komm, das kostet nur 3 Euro für ein neues Fahrzeug. Du willst noch eine neue Waffe haben? Kein Problem, 1,99, alles online verfügbar. Das waren ja die DLCs, Kleinigkeiten überhöht verkaufen, ohne dass die Leute merken, dass sie da Geld zum Fenster rausschmeißen. Genau. Jetzt ist aktuell, das dritte ist dann Season Pass. Wir haben das beste Spiel am Start, was es gibt. Und wir versprechen, dass die Erfahrung wird so awesome. Die wird so awesome. Also gib uns dein Geld gleich. Ja? Wir versprechen es. Ja, und das wird so awesome, ja, dass du dann hinten raus 5 Euro sparst und deswegen gibst du uns jetzt 100. Ist das ein fairer Deal? Ja. Gut, also, das hat nicht so geklappt. Tutorial. Urlaub. Nee, jetzt, also hat ja, warte mal. Urlaub, jetzt geht's ab. Stargames, IGN. Scheißspiel, 5 von 7, genau. Oh Gott, von Zeit zu Zeit brauchen deine Mitarbeiter Urlaub. Neue Kraft zu tanken. Du kannst feststellen, ob ein Mitarbeiter Erholung braucht und seine Effektivität stetig sinkt. Wo sehe ich die Effektivität? In den Urlaub schicken. Kann ich auch hier mal 20 Jahre in Urlaub schicken? In Urlaub schicken? Warte mal. Er hier. Spielebericht erstellen. Resident Evil 1. Und was machst du? Du forschst mal an Marketing, einfache Spielsequenz. Naja, wir müssen jetzt mittlerweile anfangen hier bei bessere Dialoge, Open World. Es reicht nicht mehr, einfach nur noch irgendwas dahin zu klatschen. Wow. 40 Forschungspunkte. Aber haben wir auch nicht mehr viele Forschungspunkte. Das kostet alles so viel. Marketing. Bessere Benutzererfahrung. Das steigert das Gameplay. Gameplay ist eigentlich immer wichtig, ne? Mach mal. Arbeite mal was. Personalplanung. Season Pass. Alles drin. Begrenzt für ein Jahr. Oh, guck mal. Was haben wir denn hier? Invento. Nachfolgemodell der berühmten TES-Konsole. Dies ist die beste Konsole, die wir jemals entwickelt haben. Ja, es ist die zweite. Ja, also mal geil, ja. Es ist so wie, ich bin Zweiter beim Marathon, beim 100-Meter-Lauf gewesen. Ne? Wer hat mitgemacht? 3 Leute. Ja, ist alles relativ. Modernster 16-Bit-Grafik, geiler Scheiß. Sound. Da steht noch nicht mal, was für ein Sound. Wenn es Piep-Piep ist. So. Einfach nur super. Haben uns entschieden, sie Super TES zu nennen. Hey. Super TES. Sehr schön. Fans auf der ganzen Welt. So. Warte, Martin ist wieder da. Ging schnell. So. Zombies und Action ist eine großartige Kombination. Künstliche Intelligenz scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform-Genre-Übereinstimmung war großartig. Also eigentlich hat hier alles gestimmt. Bessere Dialoge. 5 Euro. DLC. So. Aber... Fertiggestellt... Hier keine Pausentaste. So. Wir haben 33 Forschungspunkte. Was können wir denn noch forschen? Neues Thema. Was hätten wir denn hier? Vampir. Zielgruppe. Level Design. Open World. Dialoge. Was ist, wenn ich euch mal trainiere?
Ach so, wenn du Level 3 hast, dann ist 300 das Max. Ist das irgendwie, verstehe ich das richtig oder falsch? So 1,9. Wir haben mit 2 Millionen angefangen, als wir die Leute eingestellt haben. Also. Wir hauen gleich das nächste Spiel raus. Ach so, Publisher-Vertrag. Publisher haben wir auch noch. Publisher. Solltest du mindestens 100.000 Fans haben. Wir haben 2.000. Bitte was? Um einen Publisher heranzuziehen, musst du einen Vertrag schreiben. Der Vertrag schreibt dir vor, welches Spiel du erstellen musst. Das heißt, die sagen mir, du machst jetzt NBA 2018. Und ich sag, nur will ich nicht, machst du. Achte auf die Details, besonders das Kleingedruckte. Forderte Mindestbewertung. Ach du Schande, das ist ja so wie heute. Den Vertrag beschreiben. Welcome to Metacritics. Strafe bezahlen. Aha. Ist auch wichtig auf den Lizenzsatz. Alter, die können mich ja bankrott machen. Irgendein Thema, Strategie. Strategie auf der Konsole. Bazinga! Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du bist zufrieden und es läuft alles. Geil. Mindestbewertung 8. Machen wir erstmal gar nicht. So, wir machen erstmal neues Spiel. Wir hauen die Spiele jetzt einfach mal raus, eins nach dem anderen und hoffen, dass da was dabei ist. So. Und zwar, oh, hier kann ich klein und mittel. Ah, das kostet nochmal 150.000. Wow. Wollen wir mal einen mittleren Titel probieren? Wir hatten gerade ein Strategiespiel. Resident. Nee, es war ein Action-Game. Mal aufschreiben. Action. Was hatten wir denn mal? Wir hatten nochmal ein sehr gutes Spiel. Warte mal, das war. Mitarbeiter Spielehistorie. Hier, Resident. Das war schlecht. Resident Kaluka Dreieck. Mystery Abenteuer. Wir sollten mal vielleicht ein Abenteuerspiel produzieren. Oh, da, schade, dass man sich die Voreinstellung nicht merken kann, so speichern. Weil was auch immer ich da mit den Reglern gemacht habe, aber es war ja wohl, glaube ich, ganz gut. Oder machen wir mal ein RPG. Das ist noch länger her. Was haben wir denn für ein Thema? Ich kann nicht wieder Mist. Mittelalter, Sci-Fi. Wollen wir wieder Piraten nehmen? Für die mittelgroßen Spiele sollte man mindestens 100.000 Fans haben. Stand das da wirklich? Echt? Dann bleiben wir bei klein. Danke, Dr. Doe. Und hi. Abenteuer, Rollenspiel. Hatten wir. Hier nicht zufrieden. Zombie-Piraten. Jagd. Was wird denn das? Deer Hunter oder was soll das dann werden? Guck noch mal nach der Plattform. Action. Ja, Action ist aber. Ich bin so PC fixiert, ne? Weil.
Rollenspiele, Abenteuer funktionieren da schon ganz gut. Na, warte mal, wenn Rollenspiel auch auf... Ich probier mal was. Ach, immer diese Entscheidungen. Mach mal ein Abenteuerspiel in... Mittelalter. So. Das Ganze nennen wir... Residence... Dark Age hatten wir schon. Deutscher Fortschritt, russische Kommunisten. Russische Kommunisten, Nazis vom Outer Space. Ein Hinweis zu den Publisher-Verträgen. Ja, da war was. Muss man das ja noch alles merken hier. Schlimm. Abenteuer am PC, Mittelalter. Das nennen wir dann. Residence. Hallo, Resident Burgfrau Nina, die Hilde, oder, ja, Schreibblockade, manchmal ist es schwierig, ein Spieltipp, ich habe gerade ein Achievement an, noch, Errungenschaft freigeschaltet, weiteres Block, okay, cool, was alles, was die denn hier denken, okay. Wir hauen's raus. Es wird 2D-Grafik. Braucht mal. Soll ich mal die eigene Engine entwickeln? Oder wie sieht's aus? Witch wäre gut gewesen. Schade, leider zu spät. Leider zu spät. Ich muss den Chat mal wieder aktualisieren. Ich weiß nicht, woran das heute liegt. Aber ich habe einen extremen Delay immer von meinem zweiten Monitor. Wo das Spiel ja auch läuft. Sehr uncool. Fällt mir gar nicht. Was ist denn Schreibblockade? So, also, wir haben jetzt... Mittelalter, Abenteuer. Ein bisschen Änderungen machen hier, so Gameplay. Okay. Was ist denn Burgfrau? Ist eigentlich Resident 1 Resident Evil, okay, gut, ist nicht so der Erfolg gewesen. Hatte ich dazu eigentlich eine Umfrage gemacht, wie das abgestimmt hat. Ante aber wieder, ja, kein Kraken denied. Also Dialog, Level Design. Da hatte ich mir aufgeschrieben. Ja, Dialoge sind wichtig, aber der Rest weiß ich nicht. Künstliche Intelligenz beim Adventure eher nicht. Level Design darf schon ein bisschen anspruchsvoll sein. Flup, 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 flup. Hier, Forschungspunkt. Super TES. Da werden wir auf jeden Fall danach einen Action Game machen. Apropos, ich muss mal aufschreiben, Adventure. Adventure. Okay, da steht wenigstens 3 plus, das ist in Ordnung. Grafik. Ist glaube ich auch eher die Grafik als den Sound. Die ist nicht so effektiv, die muss ich gleich mal in Urlaub schicken. Verdammt. So. ...200.000 Damage. Das wäre bei mir schon YouTube-Material, Anter. Weißt du, ich bin da nicht so anspruchsvoll. Da haben wir wieder einen Bug gefunden. Die Edith ist wieder da. Ich habe ein Talent für Sicherheitsfragen. Ein
paar Sicherheitsverbesserungen würden unserem Büro nicht schaden. Was ich dazu sage... Okay, machen wir mal. Danke, Chef. Bitte. 1,7 ist rückläufig. Wir brauchen mal wieder einen ordentlichen Titel. Kosten Geld. Wir haben wenigstens Forschungspunkte. Muss ich eine eigene Engine jetzt zusammenbasteln? Wer ist denn auf Zelda? Jetzt im Jahr November 1990, weil du den da gekauft hast oder weil er da entwickelt wurde, das erste Mal auf den Markt gekommen ist. Spiel veröffentlichen. Ne? Resident Burgfrau. Ja. Dann gucken wir mal, was kriegen wir denn da für Kritik? Hervorragendes Spiel, das geht immer. Das ist, glaube ich, unsere Domäne. Sehr unterhaltsam. Ist zwar nicht ganz so super krass gewesen wie in ein Mittelalter und Abenteuer in einer Nation. Sehr gut. Also, das ist zwar jetzt kein Top-Hit, aber es ist ein guter Titel. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Laut Wikipedia. Ah, okay. Also, wir haben mal wieder eine Cash-Cow hier. So, du gehst mal in Urlaub. Du machst mal bitte den Spielbericht von Resident Burgfrau und du trainierst mich. Ne, warte mal. Du könntest mal forschen und zwar für Zielgruppe. So. Jeder, der Geld hat. So. Neues Thema Marketing, Level Design, Open World, Dialoge. Ist alles interessant. Denn hier eigene Engine erstellen. Ach. Jetzt verstehe ich das. Das heißt, diese ganzen Dinger, die ich mir vorher erforscht habe, wie den Monosound, da muss ich erst eine eigene Engine erstellen. Wow. Und erst dann kann ich die nutzen. Warte mal, lohnt sich das? Das kostet ja nur Geld, ne? So, Spielengine erstellen. Dann nennen wir sie mal... Helrix... Hell Machine... Helrix Hell Machine, passt sogar. Also nennen wir sie diese HH Helrix. Ne, Helwig Machine. Helwig Machine. Helwig Machine. 1. So. Speichert der Spielstand. Das kann man ja. Hier, die Kante. Ja, da kann. Ach, Moment. Das heißt. Aber es geht ja. Ich war gerade überlegen, ob man dann unterschiedliche Engines für unterschiedliche Spielgenres macht. Man ja eigentlich vielleicht dann später mal braucht, wenn es wirklich teuer wird, aber ich mache erstmal nur. Du erstellst nun deine eigene Spielengine. Kannst du sie bei der Spieleentwicklung verwenden? Na also, geht doch. Klingt logisch. Der Engine entwickelt heißt Stereo Sound, Quick Save und Load. Genau. F5, F8. Ja. Die Analyse nach Verkauf von Resident Burgfrau. Mittelalter, großartige Kombination. Angel scheint für diese Art von Spiel nicht wichtig zu sein. Das war Abenteuer, ne? Habe ich das richtig? Ja, das hatte ich schon, ne? Ja. Okay. Die ist immer noch im Urlaub. Ah. Mädchen, ach, ihr seid ja... Ach, die sind jetzt alle dabei. Ach, an der...
unbedingt ein... Ja, ich muss unbedingt hier einsteigen. Weltweit erste Konsole mit CD-ROM-Laufwerk. Ich glaube nicht, dass ich CD-ROM durchsetze. Das glaube ich nicht. CDs. Hat keine Zukunft. Nur ein Tag nachdem Sony, hallo Sony, und Nintendo die PlayStation, das war wirklich so, ne? Dass die eine Kooperation hatte und dann wollten die einen, aber die anderen nicht mehr und dann, das war dann der Grund, warum Sony gesagt hat, nur machen wir unser eigenes Ding. PlayStation entstanden. Genau, Projekt abzubrechen, stimmt alles. Ja? Okay. Die scheint das Ende der Play. Nein. Engine fertig. 100k Engine. Achievement unlocked. Yay! Hellrig Machine 1 ist fertig. Okay, Glückwunsch. Du solltest sie beim nächsten Spiel ausprobieren. Nee, ich habe sie für die Toilettenspülung entwickelt. Natürlich. Meine Güte. So. Was machen wir jetzt? Warte mal. Neues Spiel entwickeln.